So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go auf meinem Kanal. Rams ist der Dicke und der Hannes ist auch da. Guckt nicht, wie ich aussehe. Wir haben eine Nacht WrestleMania hinter uns. Da ist der Hannes. Guck mal. Morgen. Der Hannes, der trinkt schon wieder Bier. Wir sind nämlich jetzt hier am Sonntag. Wir wollen jetzt mal rausgehen. Gestern Abend gab es nämlich die neue Forschung, wo man auch wieder Giovanni begegnen kann. Giovanni hat sein Pokémon gewechselt. Jetzt kann man also Latias begegnen. Und obwohl ich nicht in der Forschung bei dem Kapitel bin, wo man Giovanni besiegen muss, kann ich trotzdem mir jetzt schon direkt ein Latias holen, weil ich aus der Meisterwerkforschung noch meinen Radar habe, den ich nicht für Lugia eingesetzt habe, sondern jetzt für Latias direkt einsetzt, aber am Ende der Meisterwerkforschung trotzdem das Apex Lugia holen kann. Das ist natürlich mega schlau, wenn ihr WrestleMania Was ist das denn? Guckt mal, der kämpft einfach mit einem Shiny. Das ist ein Apex-Shiny, gell? Das ist ein Garados eigentlich, was halt einfach komplett rosa ist. Wir machen jetzt mal hier kurz den Bildschirm drauf von Pokémon Go. Wollen dann kurz hier ein Bierchen trinken zum Frühstück. Wir haben gestern jeder ein Bier getrunken bei der WrestleMania, weil wir sind ja gute Jungs. Wir müssen es ja nicht übertreiben. Und es gab auch einen Schluck Pfeffi, aber egal. Und scharfe Würstchen. Das habe ich heute wieder gemerkt. Wir gucken jetzt mal ganz kurz hier drauf, was ich jetzt gemeint habe. Diese Spezialforschung, laute List, da kriegt ihr wieder einen Radar von Giovanni. Da könnt ihr auch Mega Latias dann am Ende euch holen. Da muss ich auch noch einen Raid gewinnen. Den Raid packe ich aber in ein anderes Video. Wir müssen heute unsere zwei Raid-Pässe noch wegmachen. Und hier habe ich ja von der Meisterwerkforschung, die es mit Ticket gab, bei der Yodo-Tour. Besiege den Boss von Team Go Rocket übrig. Deswegen hole ich mir jetzt trotzdem mal hier den Staub ab. Ich hole mir jetzt hier diesen Radar ab. Ich werde jetzt den Team Go Rocket Boss, also Giovanni, suchen. Wir werden den besiegen. Euer Team, mein Team zeige ich euch gleich. Und dann werden wir unser allererstes Krypto Latias fangen. Gucken, wie gut das ist. In einem extra Video werde ich hier dann also noch das Apex Lugia abholen. Das gibt es nämlich hier am Ende als Belohnung. Wo ich dann gleich kombiniere, mit dieser Aufgabe einen Raid zu gewinnen. Jetzt würde ich sagen, aber Hannes, ne? Erstmal Prost, ja. Erstmal Prost. Prost. Sagt der Hannes. Auf hoffentlich eine weitere gute WrestleMania-Nacht und auf ein gutes Mega Latias, Krypto Latias. So, wir stehen jetzt hier vor der Rundschau, ne? Weil ich mal einen Rundflug gemacht habe mit dem Rund-Hannes und deswegen sind wir vor der Rundschau gelandet. Da war vorher eigentlich immer der Tabakladen drin. Da gab es immer Tabak und Bier. Jetzt gibt es wahrscheinlich immer noch Bier und Schnaps, so wie ich das hier immer sehe, was sie da verkaufen. Hier sind wir jetzt, weil wir waren ja beim Chinamann auf dem Markt Essen. Und hier steht auch so ein schöner Tisch, ne? Das ist hier der Spaziergänger-Montags-Demonstrations-Protest-Tisch. Da kann man ganz gut jetzt das GoPro auflegen. Denn bei mir zu Hause an meinem Homestop ist einfach Giovanni. Ich habe gedacht, oh Moment, hier muss er die Brille absetzen. So, habe ich ja verloren. Da ist einfach Giovanni bei mir zu Hause. Das heißt, wir hätten gar nicht das Haus verlassen müssen. Wir gehen jetzt mal hier drauf. Wollen jetzt natürlich unseren Radar einlösen. Wollen gegen Giovanni kämpfen. Und weil der als allererstes Pokémon ja eigentlich immer einen Typ normal hat, meistens Nobili Cut, ne, packen wir ein Lucario rein. Mit dem locke ich nämlich immer alles raus. Setze es aber an zweite Stelle, dass wenn ich reinkomme, direkt wechsle und diese 3-Sekunden-Regel, die es hoffentlich noch gibt, greift und er nichts machen kann und ich schon mal meine Attacke laden kann. Als zweites Pokémon hat er ja meistens einen Typ Boden. Deswegen habe ich meinen Kyogre dann als zweites. Ich habe meinem Kyogre jetzt neben Surfer, also einer Wasserattacke gegen den Bodentyp, noch Blizzard beigebracht, weil der ja auch Garados haben kann, also mit Flug und mit vielleicht auch Drache und vielleicht mit, wenn der hier dieses andere hat, Kramschäf, glaube ich, dann ist das ja auch Flug, da ist ja das Eis auch gut und weil er als letztes ja eh Latias hat, was ein Drache ist, wäre auch Blizzard hier gut, aber falls es ganz hart auf hart kommt, packe ich hinten trotzdem mal ein Marmutel rein in der Krypto-Version, also reines Eis-Pokémon mit Pulverschnee und glaube ich Lawine. Wir drücken jetzt mal drauf, gucken mal, wie schwer der ist. Ich habe gesehen, der Bier-Benny hat heute auch schon gefragt, jo, was kann man da nehmen, weil er scheitert immer an dem letzten. Also wir wechseln jetzt direkt auf Lucario.
hauen jetzt hier drauf und gehen gleich auf Steigerungshieb. Ihr seht, er kann gerade nichts machen, er kann nichts machen, er kann nicht angreifen. Und wir haben schon unseren Move voll. Und den wird er jetzt schilden, ist aber okay. Wir wollen ja eh nur die Schilde rauslocken. Gleichzeitig steigert sich unser Angriff. Er kann erstmal wieder nichts machen und wir sind fast schon wieder voll mit unserem Move. Wir werden das zweite Schild rausloggen jetzt. Steigern nochmal unseren Angriff. Und dann ist er schon tot, bevor wir überhaupt zur nächsten Attacke kommen. Also Lucario auf Platz 2 und dann einwechseln ist auf jeden Fall immer noch das Krasseste, was ihr machen könnt. Wenn auch jetzt einfach hier nochmal Steigerungshieb machen und nochmal Steigerungshieb und vielleicht machen wir auch noch einen Steigerungshieb. Also das ist auf jeden Fall die hohe Kunst. Es ist auch sehr effektiv, wie ihr seht. Er hat jetzt hier also ein Rihonya drin. Wo? Ach du meine, der hat jetzt einmal draufgehauen und ich bin tot. Ja, das ist nämlich Boden gegen Stahl, sage ich mal. Also wechseln wir auf unser Kyogre und semmeln jetzt auch mal ein bisschen hier rum. Könnten jetzt versuchen, schon den Blizzard aufzuladen gegen das Latias. Was hoffentlich gleich passt und wir nicht tot sind. Jetzt hat er Latias drin. Schaffen wir den Blizzard? Ganz knapp, fast wären wir auch weg gewesen. Oh mein Gott, er hat also ein Rihonya gehabt, sage ich ja immer, Typ Boden hat er meistens als zweites. Wir schießen einen Blizzard drauf, ihr seht hier, der hat mächtig Schaden genommen. Jetzt hat er noch ein Viertel Energie übrig irgendwas, wir haben unser Eis-Pokémon, Marmutel und pulvern ein bisschen Schnee drauf. Jetzt eine Lawine zum Abschluss, dann müsste der auch fertig sein. Also leichtes Spiel hier, aber hat man ja auch leicht reden mit Level 50er Pokémon auf 100%, außer das Krypto, das hat jetzt keins. Jetzt kommt's, besiege den Team Go Rocket Boss mit seiner schmierigen Glitchmatte. Einmal in die Luft hüpfen, Staub abholen, 5000. Jetzt fangen. Ist das, Hannes, ist das eigentlich auch immer beim ersten Ball drin? Ist das wie ein Shiny-Legendäres? Ein Krypto-Legendäres? Bei mir war es auf jeden Fall jedes Mal beim ersten Mal drin. Das heißt, wir können eine gelbe Beere verwenden und machen einfach diesen, treffen einfach fabelhaft, weil wir so Profis sind, ne? Vor dem Herrn. 1, 2, 3, es ist drin, das allererste Krypto-Latias. Würdet ihr euch ein zweites Krypto-Latias holen? Nein. Sei es aus der Forschung, den Radar, den ich dann kriege, würde ich wahrscheinlich aufheben. 769. Ich weiß nicht, wie gut das ist. Ich bewerte es einfach mal ganz kurz. Bin enttäuscht. Zeig's kurz den Hannes. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Bist offen um den Block. Ja, hat jetzt also 11. 11, 9, 5, 10. Ich habe schon ein 100% Latias, das heißt, ich würde jetzt also auch kein zweites holen, um es dann vielleicht zu erlösen, in der Hoffnung auf ein 100er, wenn das zweite richtig gut wäre. Deswegen würde ich mir also den Pass dann wirklich aufsparen. Trotzdem ist es das beste Krypto-Latias, was ich bisher habe. Jetzt können wir hier also das eigentlich abholen, aber hier ist ja jetzt das Apex Lugia drin. Wow! Dafür muss ich ein extra Video machen. Wenn ich hier oben in der Forschung weitermache, gewinne einen Raid. Ist ein Raid in der Nähe? Wir haben nichts. Also das sind Raids, aber ich würde ja dann einen 5er Raid dafür machen. Das heißt, wir gehen jetzt heim, wir schneiden jetzt dieses Video, gucken, ob wir das jetzt am Sonntag auch noch hochladen. Und wenn wir einen richtigen Raid finden, werden wir dann den noch machen und das Apex Lugia abholen. Das wäre ja sonst alles zu einfach. Hier noch die Maus gefangen, Handy abgelegt und dann würde ich sagen, war es das von meiner Seite aus. Und vom Hannes seiner Seite aus. Ich glaube, der Hannes friert, oder? Nee, alles gut. Du hüpfst die ganze Zeit von links nach rechts, ja, hier. Oder hast du eine Nadel im Schuh oder was? Nee, Reißzwecke. Alles gut. Nee, aber ich habe dir doch heute früh welche reingetan. Ja. Die müsstest du doch langsam... Es zwickt schon im kleinen Zeh. Die müsst ihr ja langsam mal merken. Es zwickt schon im kleinen Zeh. So, wann holst du dein Latias ab? Ja, ich kann das jetzt nur noch durch die Forschung machen, weil ich habe ja keins mehr. Wo ist denn deine Meisterwerkforschung? Hast du die abgeschlossen? Nee, die brauche ich ja noch eben. Das ist ja eben. Ich brauche ja noch die. Ich habe ja so keine mehr. Ja, der Hannes hat bestimmt vergessen, hier Interaktion mit Buddy zu machen. Muss jetzt wieder von vorne anfangen. Nee, ich bin jetzt gerade bei 10. Ich darf es bloß nicht vergessen. Bei 10. Andere sind fertiger erst bei 10. Ja. Das heißt, du hast vergessen anzufangen wahrscheinlich. Und hast seitdem aber jeden Tag eins gemacht. Nee, ich habe früh genug angefangen, aber noch nicht weitergemacht. Das war das Problem. Habt ihr schon ein Krypto-Latias? Schreibt's mal in die Kommentare. Und ansonsten Peace out, Vorhaut, euer Ramses und euer Hannes.